Hat eine blöde Streuung. Upp, das war eine blöde Idee, oder? Nö, nicht mal. Hab's überlebt. Lernen fliegen. Lernen neue Freunde kennen. Geh mir nicht auf den Piss. Wo versteckt sich der Typ? Ups. Der hat sich Haier gelegt. Gut. Hätte ich ja wieder Zeug zum Werfen. Finde ich auch gar nicht mal übel. Hallo, mein Kleiner. Willst du neue nette Menschen kennenlernen? Ja, ja, neue nette Menschen. Nicht die alten. Die neuen. Hätte ja klappen können. Dinge funktionieren ansonsten gar nichts. Ach du liebe Zeit, jetzt werden sie wieder aggressiv. Jetzt müssen sie wieder angeben. Ja, guck mal, ich bin Micha, ich kann Kamehameha. Warum nicht den Final Flash? Der ist viel cooler. Ich meine, es sind nur zwei Worte. Ja, du mich auch. Die Kunst ist erstmal eine Stelle zu finden, wo die Sniper nicht hinkommen. So. Also jetzt drehen sie den Samsung echt auf mit dem Schwierigkeitsgrad. Hi! Hey! Ich hab dich doch getroffen. Na? Jetzt hängst du da rum und denkst dir, ne. Kenn ich. Denke ich mir auch gerade. Wer das Samsung zeigt, ich mir mal den Granatwerfer hole. Ja, hopp, die Maus, ja. Ach du meine Fresse. Nee, also da habe ich jetzt mal echt keine Taktik. Oh. Erstmal Granatwerfer holen, wieder zurückziehen und beten, dass ich die Michas klein kriege, oder wie stellt ihr euch das vor? Kinder, ich bin nur ein einziger Mann. Aber was ein Mann. What a man. Okay, ich geb's zu, ich habe ein Ärmchen. Das gibt mir einen bösen Vorteil. Ah, okay, okay. So rum. Bin ich gerade bekloppt? Okay. Damit ich zumindest mal einen loswerde. Na? Sniperlein? Der will wohl gerade nicht mehr. Ah, da bist du. Ich glaube, den bin ich los. Das finde ich gut. Puh, also jetzt wollt ihr es echt wissen, hä? Jetzt habt ihr euch gedacht, okay, wir haben ihn jetzt lang genug rumrennen lassen, wie der letzte Gott. Jetzt müssen wir ihn mal fordern. So, na komm, du Blechkübel. Ich hab keine Angst vor dir, nur weil du 500 Tonnen wiegst. Ja, ja, du kommst ja toll von, nur weil du Kamehameha und so einen Scheiß drauf hast. So. Du bist Geschichte. Wo habt ihr andere? Ach, weißt du was, Kumpel, wenn du schon mal hier bist. Ich schieß dir ein bisschen in den Fuß. Da ist ja noch einer. Autsch. Huja. Das kannst du nicht mit mir abziehen. Nicht 500 Mal. Ja, ich hab's begriffen. Da drüben stehen Leute. Ich hab euch ja gesehen, Jungs. Wie, du lebst noch? Wenn ich auf was schieße 500 Mal, dann ist es tot. Hat du Glück gehabt. Hm?
So, mal gucken. Jetzt habe ich nur noch den Granatwerfer. Jetzt darf ich nicht übertreiben. Am besten mal hier hin. Da knuddeln die mich, hast mich auch ganz gerne mal. Na, da hält er schon wieder so einen kleinen Bastard. Ja, aber jetzt erstmal. Ja, ja, ja. Hat der gerade seine eigenen Leute abgeknallt? So ein sozialer Drecksau, du. Finde ich gut. Du wirst mir langsam sympathisch. Hey, Robofresse. Mensch, getroffen. Außenschwung. So, Blechkübel. Ausgekübelt. Na? Oh, komm schon. So, noch einer weniger. Ich habe hier oben noch einen Hocken, oder? Nee, doch nicht. Jetzt will der von da drüben nochmal eins auf die Ömme. Da gebe ich dir gerne. Hi. Ich bin der, der nie grüßt. So, und jetzt mal rausfinden, wo die Sniper hocken. Hi, da bin ich. Na? Wer möchte ein Stück von mir? Anscheinend niemand. So, da oben liegt eine Leiche. Aha, da drüben hockst du also. Ich schieß mal ein bisschen auf dich. Vielleicht funktioniert's ja. Man weiß ja nicht. Hui! Bin ich die Michas jetzt endlich los? Gott sei Dank. Ja, anscheinend kommen dort echt keine mehr. Cool, jetzt auch mal einen Weg finden, da hinzukommen. Ohne dass der mich über den Haufen schießt. Okay. So rum. Hier rum, dann da hinten. Sollte machbar sein. Hui! Ach, ich verarsche Sniper so gern. Diese typischen Camper-Kinder. Und an einem Punkt bilden sich was drauf ein. Ah, Granatenmuni. Sehr gut, sehr gut. Die kann ich brauchen. Oh, wie ich die brauchen kann. Ihr habt ja keine Ahnung, wie gut ich die brauche. So, weißt du, was das Schlimme ist? Ich komme dir immer näher und du kannst dagegen nichts tun. Knutsch die Wand. So, ich bin noch eigentlich noch ganz gut beisammen. Bin noch am Leben. Hab Pistolenmuni. Granaten habe ich auch noch. Hey, wunderbar. Puh. Was kommt denn jetzt noch? Och, du liebe Zeit. Aha. Noch mehr Sniper. Yay, das habe ich mir gewünscht. Noch mehr Soldaten, das habe ich mir auch gewünscht. Was ich mir alles gewünscht habe. Ich hätte mir vielleicht mal den Sieg wünschen sollen. Ein MG? Ja, doch. Erstmal das MG. Im Moment ist es ja noch human. Es sind noch keine Mechas da. Von dem her kann ich ja damit arbeiten. Jetzt erstmal der olle Sniper. Ich habe zum Glück keine Ahnung, was der von mir wollte. Spencer zum Glück auch nicht. Oh, wie schön. Er hat sich in den Tod gestürzt. Das sind mir noch die liebsten Gegner, die einfach sehr Harakiri begehen. So. Deine Taschenlampe brennt, ich schieße sie einfach nieder. So.
Ist doch ganz praktisch gegen euch. Wunderbar, wunderbar. So, was kommt jetzt noch? Das kann unmöglich alles gewesen sein. Andererseits, ich sollte es nicht beschreien. Die Granaten hätte ich mal ganz gerne. Nur so ein Gedanke. Obergranaten. Den Granatwerfer hätte ich auch ganz gerne wieder zurück. Vier Granaten sind ja gegen Mechas doch deutlich effektiver als ein scheiß MG mit unter 100 Schuss. Nicht, dass ich jetzt was gegen das MG hätte, also gegen die Standardsoldaten ist das Ding ja 1A. Habe ich mich ja ganz gut durchgemäht, aber naja, hab's ja schon miterlebt. Mechas denken sich auch nur, will der mir den Rücken kratzen mit dem Ding, oder was macht der da? Okay. Dachte, ich hätte da jetzt aus dem Augenwinkel irgendwas gesehen, aber ne, Einbildung. Du. So, mal gucken. Einmal kurz kontrollieren. Da hockt keiner drauf. Gut. Soll vielleicht nur auf Pistolen umsteigen, sonst verballer ich sinnlos meine Granaten. Wenn ich eins nicht will, dann sinnlos Granaten verbolzen. Höchstens mit Vorsatz. Na? Geht doch. Meine Herren. Wer auch immer meine Herren sind, ich weiß es nicht. Die Illuminaten? Wahrscheinlich. Ist ja schon ein richtig lustiger Kasten. Was auch immer ich jetzt hier soll. Ich hab keine Ahnung. Ich tue einfach nur, was die Stimme aus dem Kopf mir sagt. Also aus dem Kopfhörer. Dumm-di-dumm-di-dut-di-du. So, was kommt nun? Was kommt nun? Ich hab keine Ahnung. Was kommt nun? Ich hab keine Ahnung. Was kommt nun? Ich hab keine Ahnung. Da. Mensch, ich dichte hier wieder zusammen wie ein großer Weltmeister. Gott, bin ich gut. Aber ich glaube, nach der kurzen Eröffnung werde ich dann auch mal wieder aufhören. Ich glaube, die Platte ist doch schon ganz gut wieder gefüllt. Ah, was präsentiert ihr uns? Was? Sind wir jetzt echt am Ende? I knew I could count on you. Was zur Hölle machst du überhaupt hier? Wie bist du hergekommen? Are we done? Almost. Hä? Hey. You son of a bitch! You can't even tell the difference between patriotism and treason. No wonder you never realized the truth about Emily. What do you know about Emily? More than you ever will. Oh! Lord Hackfresser. Kill him! Yeah? Hey. Weiß ich, sollte ich das jetzt noch schnell machen, oder? Es sieht so verlockend aus, aber ich weiß, meine Platte ist bald voll. Wisst ihr was, wir gucken uns erst noch die Cutscene fertig an, aber danach bin ich erstmal fertig für heute. No signs of the hostile. I think we got him. Burak 2 returning to convoy. Oh, da wird einer sauer sein. Okay, er ist also doch ein Verräter. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Dass es ihm mit diesem anderen Hack bald zusammentut. Ich weiß ja nicht. Der andere ist ein Psychopath. Die andere weiß es nicht besser. Aber dass der uns verraten hat? Seltsam. Echt seltsam. Okay. Okay, Leute. Ab hier machen wir Bananen beim nächsten Mal weiter. Oder, beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal, ob ich noch Festplatte übrig habe. Dann können wir weiterreden. In dem Sinne, erstmal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
So Leute, gute Neuigkeiten. Ich habe noch etwas über 30 Krieg übrig, so an die 40, so lala. Von dem her machen wir mal weiter und wir hocken so in etwa in den 90ern. Was treibe ich da überhaupt? Ich habe hier gerade was gestartet, ohne überhaupt zu wissen, was ich da mache. Scheiße. Okay, aber anscheinend sollte ich das wohl so machen, ne? Gut. Ich habe nur gesehen, da reagiert was und ich soll was aufreißen. Finde ich schön. Moment, kann ich euch... Yep, wunderbar. Also viel Muni habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr für euch. Mensch, innovativ. Geile Scheiße. Das gefällt mir. Oh, nicht so nah dran. Oh, Warship. Hui. Okay, da kann ich echt gut Muni sparen. Ich glaube, irgendwie da war nämlich noch ein Bosskampf, den ich die brauchen könnte. So, einmal. Ja, komm mal her. Ja? Irgendwie wollt ihr nicht so ganz, hä? Dann hau ich einfach ab. Und... Na, Fliegerchen! Also die überhaupt noch nach vorne kommen? Yep, anscheinend. So, seid ihr jetzt nah genug dran, damit ich euch mal rammen kann? Naja, wenigstens der. Na, kommt mal her. Leider kann ich nicht langsamer werden, das ist das Blöde an der Geschichte. Aber ich kann schneller werden. Bye. Take us down, you fool! She's still alive! Not for long! Spencer! Look out! Ja. Big surprise. Naja, das von einem, der sich so zu 70-80% hat umrüsten lassen. Also der Typ ist ja wirklich ein totaler Probionik. Also von den Fähigkeiten her übersteigt der Spencer noch teilweise, schwimmt aber wahrscheinlich wie ein Backstein. So. Emily. Nathan's had an accident, Mrs. Spencer. Oh my God. You need to come with me. Is he gonna be okay? With your help, he will. Moment, was hast du ihr eingeredet? Fuck. Shit. Was? Wie bist du noch... Wie bist du da hingekommen? Du warst auf dem offenen Meer. Hä? How's the arm? Hanging in there. You? I always land on my feet. I'm not sure how many lives I have left after that one. You never should have gotten involved in this. How could I do anything else? Bionics are the reason we can lead normal lives. Uh-oh. I thought we could use bionics to solve all the world's problems. But it was all just lies. Bionics are nothing but a weapon to Joe. You can't lose sight of who you are, Meg. Well, who are you exactly? What was all that on the oil rig about your wife? When I lost my real arm in combat, that wasn't all I lost. Emily vanished off the goddamn face of the earth. I figured she wanted a normal life, no complications. Not having to take care of me. But that accident made you stronger. You can do things you could Even never- Even bionics break, Meg. Indeed they do. But the wonderful thing about them is that they can be repaired. I patched you up as best I could, Major Spencer. Who are you? Task? Once upon a time. Now I work for my own reasons. We're not so different. You and I. You're the sniper who tried to kill us on that building. Had I wanted you dead, Lieutenant Magdalene, I assure you, you would have been. Why are you following me? For the moment, my interests coincide with yours. But it seems our little moment has come to an end. Hmm? Spencer, let's go to the vault. We need to stop Joe. You go ahead. I've got some unfinished business.
Sekündchen mal. Wie sind wir jetzt eigentlich hier wieder hier hingekommen? Wir waren auf dem Meer. Ich verstehe es nicht. Und was kommt jetzt noch alles auf uns zu? Wir hocken schon bei den 90ern. Habe ich jetzt wieder eine große Klappe gehabt? Von wegen, ich schaffe das alles locker? Oder, ich habe keine Ahnung. Also jetzt erstmal Robo besiegen, dann Show suchen, Welt retten, Kaffee trinken. Ja, okay. Klingt nach einem Plan. Wie bin ich hier hingekommen? Hat der uns jetzt hergebracht? Oder, ich will nicht zu dem Ding. Das Ding ist groß und böse und hässlich. Wie Urgott. Aha. Wollte also zu dem Ding. Aha, gut zu wissen. Spencer, what the hell is going on? What have you done with that damn device? Listen up, Armstrong. You've been had. Joe's a traitor. He's working with the terrorists. All of this was just a trick to get you to reveal the location of the carrion device. Traitor! Joe Gibson is a decorated war hero. Do you take me for a damn fool? Believe whatever the hell you like. But tell me this. When was the last time you heard from him? It doesn't matter. Now that the air defense grid is down, we're mobilizing to retake the city. You are ordered to stand down and... You're only slowing me down, Armstrong. I'm taking down Joe myself. You can thank me later. Niedlich. Na, 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 na. Ich schenk euch was. Es ist ja so schwer, ein Taxi in dieser Stadt zu finden. Not. Hui. Gute Munition verbraten. Ach ja, für sowas. Schwuß. Ja, ja. Wie, 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 wie. Typisch. Eine Atombombe geht hoch, die Alarmanlage hält still. Ein Auto fährt rauf, die Alarmanlage hält still. Ich fasse es an. Wie, 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 wie. Hey, Jungs. Guck mal. Der hat getroffen. Na, ihr auch noch? Jungs, ihr wurdet gerade von einem Auto überfahren. Also dafür ist er dann noch erstaunlich fit. Du vor allem. Leg dich mal hin und mach Nickerchen. Kann ja nicht angehen hier. Nee, nee. Aha, ihr habt ja einen Lastenaufzug. Finde ich ja niedlich. Ich weiß nicht, die Granaten sollte ich wohl aufheben. Da kommt noch ein Bosskampf auf mich zu, oder zwei. Je nachdem, wie viel sie mir vor die Mütze ballern. So, hallo. Das wären schon mal zwei. So. Jawohl, danke. Ja, das muss echt wehtun. Gut, waren das alle? Schön, schön. So, und nun? Ah, okay, der macht das so. Wieso glaube ich, dass ich direkt in den Bosskampf reinrase? Ja, aber sowas von. Ist das eigentlich eine mobile Basis von denen gewesen? Ich habe nicht aufgepasst. Müsste eigentlich. Wie sollte man sich sonst an mit der ganzen, damit durch eine zerstörte Stadt bewegen können? Luftschiffe und so, ja klar. Hm. Aber wenn sie dann halt den ganzen Luftraum noch verminen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also ich gehe mal davon aus, das Ding ist wirklich eine laufende Basis. Oder es ist einfach nur eine Riesenablenkung fürs Militär. Im Prinzip waren wir die ganze Zeit wie Marionette. Oh je. Jetzt da erstmal hinkommen. Was?
was soll ich jetzt hier alles machen? Ach du liebe Zeit, was haben die mit denn da alles hingeballert? Also ich soll jetzt was machen. Okay, ich soll auf die Mechas losgehen und dann da unten diese komischen Kontrolldinger zerdeppern. Alter, das Ding latscht durch die Botanik. Okay. That looks nice. Du bist Altmetall. Dann eben doch nicht. Friss den. Na, der lebt noch immer, hä? Ah, bist du stur. Komm, für dich und deine Freunde. Na? Noch jemand große Schnauze? Das ist tatsächlich noch einer. Du liebe Güte. Jetzt soll es aber gut sein. So, gut. Erstmal das hier. Und dann hier. Ah ja, gut. Aha. Was auch immer ich jetzt da gerade losgetreten habe. Hab ich gerade den Reaktor abgeworfen? Irgendwas habe ich da getan. Ich weiß nur nicht was. So, jetzt erstmal ein bisschen auftanken. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wer hat mir jetzt das Zeug geschickt? Der Major, der mag mich ja nicht. Also der kann es nicht gewesen sein. Und Joe wäre ein bisschen bekloppt, wenn er jetzt freiwillig noch Munition dahin schickt, wenn er weiß, dass ich ihn auf den Fersen bin. Ich begreif's nicht. Also, nö. Hey, neue Kollegen treffen. Der Spaß für Groß und Klein. Ach so, das ist euer Waffendepot. Weißt du was? Erstmal den hier. Das finde ich interessant. Sekunde, Moment mal. Wenn das eure Waffendepots sind, dann hat der mich die ganze Zeit selbstständig mit Munition von hier aus versorgt? Moment mal, das ist schon ein bisschen... Wow. Also im Prinzip haben die dafür gesorgt, dass ich ihre Armee dauerhaft blattwalze. Das ist schon wirklich ironisch. Ich glaube, ich weiß, dass ich ja gleich sowas von drauf gehe. Egal. So, einmal für euch. Flieg! Eben nicht. Hatte mich auch. Das kann unmöglich alles gewesen sein. Unmöglich. Ich wusste es. Hab ich es nicht gesagt? Ich wusste es. Komm mal her, du Schrottkübel. Die kriege ich auch so klein. Dazu brauche ich nicht extra eine Superwaffe. Hab's ja gesagt. So. Auch weg. Also ich glaube irgendwie, das ist so ein Reaktor oder so. Oder ein Stromaggregat oder Benzinkanister oder keine Ahnung. Ich weiß nur, es macht mächtig Bums, wenn ich es abwerfe. Also kann es nur richtig sein. Ja, das könntest dich vielleicht auch mal wieder hochziehen. Das lass dich nicht so hängen. Manchmal macht das nicht. Er ist eine verdammte Diva. Den Granatwerfer? Ja, vermutlich, vermutlich. Ich habe jetzt so fast die Befürchtung, da rennen wieder 50 Mechas rum. Lass mal gucken. Je nachdem kann ich immer noch sagen, ich gehe zurück und hole mir das MG. Ich schätze nämlich mal, für den Endchef werde ich dringend Durchschlagskraft benötigen. Das ist nur die Frage, kriege ich jetzt Joe vor die Latte gewalzt oder den anderen? So. Ach ja, gut, das sind nur die. Die schaffe ich auch so.
Sagte er und war tot. Ah, okay. Braucht das Ding also doch. Oh Gott, genau. Jetzt nochmal anders. Okay. Das ist ja gemein. Ach ja, tatsächlich, die gesamte Leier nochmal. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Hi. Ach, du bist ja nur so einer. Du tust nichts, du willst nur spielen.